Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Whispered World. So, wir hatten das Problem, dass wir keinen Stopfen für den, für diesen Baum haben. Wir haben zwar die Bomben, aber wenn wir die anzünden, passiert nichts. Und, ups, was ist nochmal das für ein Zettel? Ja, das ist auch wurscht. Nein, jetzt geh doch nicht die ganze Zeit weg, du blödes Ding. Das ist die Karte. Ich meine, wir brauchen auch noch einen Fallschirm. Egal. Obwohl ich gerade eine Idee habe. Und zwar haben wir ja dieses Steinpulver. Damit kann man ja Sachen bestimmt hart machen. Und das hier hat ja schon so eine Trichterform, dass wir das als Pfropfen vielleicht benutzen können. Und früher war die Mütze viel spitzer. Vielleicht ist das Steinpulver ja ein guter Ersatz für die verschüttete Stärke. Oh oh, das hat für meinen Geschmack etwas zu gut geklappt. Das wird Ben ganz und gar nicht gefallen. Das ist doch gut. Obwohl ich jetzt nicht sagen muss, dass sie wirklich gerade ist, sondern einfach nur in Stein. So, dann probieren wir jetzt erstmal aus, ob das als Stopfen funktioniert. Und die Mütze passt perfekt. Jetzt bräuchte ich nur noch Munition und einen Fallschirm und oh je, ich muss lebensmüde sein. Ein bisschen. Dann nehmen wir die wieder mit. Weil wir ja noch keinen Fallschirm haben. Wo kriegen wir jetzt einen Fallschirm her? Ja. Ich würde ja sagen, wir fragen jetzt einen von denen, aber die sind uns bestimmt keine große Hilfe. Aber was ich gerade sehe, hier ist ja Wäsche, an der Wäscheleine. Und theoretisch könnte man das ja, wenn man das so mit Luft in der Luft aufhalten, könnte man das ja dann als Fallschirm benutzen. Aber ich meine, Ben sagt, nö. Nehmen uns mal die Hose. Finger weg von der Wäsche. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Ja. Aber weißt du, was ich dazu sage, Ben? Das! Ich hab da was für dich. Hä? Buh! Ein Arschgeier! Nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg, nimm ihn weg! Hey, stopp mal! Was fingerst du da hinter meinem Rücken an der Wäsche rum? Lass das gefälligst. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Okay, also können wir nur die Hose mitnehmen. Aber ich hoffe, ich denke und ich glaube, dass das reichen müsste. So, Cedric, einmal da ins Loch. Dann, Moment, bräuchte ich mal eben den Spott. Der kann dann schon mal die Bomben anmachen. Auf geht's, Spot. Zeig, was du kannst. Schneller, schneller. Schneller. Und jetzt nicht wieder raus hier. Da hoch. Jetzt nehmen wir die Mütze ins Loch. Nun aber schnell. Und jetzt, Hose. Nicht rumtrödeln, Cedric. Die Lunte brennt schon. Aber vielleicht könnte ich die Hose als Fallschirm benutzen. Aber wenn ich einfach so von hier abspringe, würde ich es nicht einmal zum See schaffen. Na. Schnell, Spot, komm her. Es geht los. Ah, okay. Oh je. Ich hoffe, er benutzt die Hose jetzt automatisch. Hui. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht... Ja! Zusammen mit den letzten Sonnenstrahlen, die den Himmel über dem See in ein herbstliches Rot tauchten, glitt Cedric der Insel entgegen. In der kalten Luft der reinbrechenden Nacht überkam ihn plötzlich eine seltsame Müdigkeit. Cedric! Was? Wo bin ich? Oh nein, nicht schon wieder dieser Traum. Bin ich etwa eingeschlafen? Du warst nie wacher als jetzt. Wie meinst du das? Was willst du von mir?
Ich will, dass du deine Bestimmung erfüllst. Diese Welt muss durch deine Hand zerstört werden. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Im Gegenteil, hörst du? Wehre dich nicht dagegen. Sonst wirst du zusammen mit dieser Welt zugrunde gehen. Nein, du lügst. Das ist alles nur ein Traum. Ich will, dass es aufhört. Ich will aufwachen. Ja, Sedgwick. Es ist an der Zeit. Erwache! Kapitel 2. Kalidas erwachen. Autsch. Was? Wo bin ich? Augenscheinlich bin ich schon auf der Insel gelandet. Und das ohne mir dabei das Genick zu brechen. Es muss eine extrem langweilige Landung gewesen sein. Ich habe sie vollkommen verschlafen. Wie spät es wohl ist. Hey, du da! Hallo, mein kleiner Freund. Was ist denn das für ein Kostüm? Bist du etwa ein Clown? Ich bin Schausteller. Also ein Clown. Was verschlägt denn einen Clown wie dich an diesen freudlosen Ort? Okay, wir sind zwar jetzt in Kapitel 2, aber da ich jetzt nicht so besonders viel aufgenommen habe, werde ich es einfach so machen, dass dieses Video einfach etwas länger wird. Ich meine, ich halte mich meistens eh nicht genau an die Zeiten. Es ist eben immer nur so Pi mal Daumen. Von daher, ja, hängen wir dann einfach jetzt nochmal eine ganze Folge an den kleinen Teil dran. So, und er möchte wissen, was ich möchte, warum ich da bin und bla bla bla. Eigentlich möchte ich das alles. Ich muss nach Corona zum König. Dafür brauche ich Kalida. Und insgesamt ist das alles nur dafür, um die Welt zu verhindern, dass die Welt untergeht. Also fangen wir oben an. Ich muss nach Corona. Zum Schloss des Königs. Egal, woher du kommst, du bist in die falsche Richtung gelaufen. Von dieser Insel aus führt kein Weg weiter. Dann hat Shana mich in eine Sackgasse geführt? Na wunderbar. Und was mache ich jetzt? Ich muss Kalida finden. Kalida? Nun, du hast sie gefunden. Wie meinst du das? Bist du etwa Kalida? Ich? Nein, aber ich bin ein Teil von Kalida. Ich verstehe kein Wort. Man muss nicht immer alles verstehen, um richtig zu handeln. Musst du unbedingt in Rätseln sprechen? Ich brauche wirklich dringend Hilfe. Und das Letzte? Ich muss verhindern, dass die Welt untergeht. Muss das nicht jeder von uns? Die einen, indem sie etwas tun, die anderen, indem sie etwas bleiben lassen. Ja, mag sein. Aber ich muss es wirklich tun. Nicht auf so eine metaphorische Wischiwaschi-Art und Weise. Ich sehe, dass du voller Sorgen bist, kleiner Mann. Ich wünsche dir viel Glück auf deiner Suche. Kalida zu wecken ist nicht ungefährlich. Vielleicht wird sie dir am Ende helfen, die Insel zu verlassen. Aber bedenke, dass auch du ein Teil von ihr bist, solange du hier verweilst. Was? Hey, warte noch. Wie meinst du denn das alles? Hallo? Ich habe da das ganz miese Gefühl, dass die Suche nach Kalida länger dauern könnte. Ich auch. So. Dann würde ich sagen, gucken wir uns erstmal um. Was haben wir denn da? Wir gehen einfach von links nach rechts und fangen mit diesen komischen Blasen an. Was sind das nur für Blasen im Wasser? Gibt es hier heiße Quellen oder so? Das glaube ich eher nicht. Dann hatten wir hier noch den Mast. Hier hat wohl schon lange keine Flagge mehr geweht. Können wir den mitnehmen? Keine Chance. Der Mast ist zwar morsch, aber ich bin auch schwach. Ich mag Kerzenlicht. Es erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Okay, ist jetzt eigentlich kein Grund, warum man Kerzenlicht mögen sollte, finde ich. Ich finde Kerzenlicht ist einfach schön, weil es eine Wärme ausstrahlt, die
künstliches Licht, also mit Glühbirnen und Scheinwerfern und so, meistens nicht so gut ausstrahlen kann. Deswegen finde ich Kerzen viel schöner. Aber es ist... Hier steht etwas eingraviert. Kalida hat Ohren im Wasser. Aha. Okay. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann weiter und ich sehe schon, da liegt etwas. Was haben wir noch? Wir haben hier Kerzen wieder, ein Seil. Ob die Hängebrücke wohl noch hält, wenn ich eins davon mitnehme? Nein, keine Chance. Das Seil ist zu fest verknotet. Ohne ein passendes Werkzeug komme ich hier nicht weiter. Okay. Das war alles, oder? Ja. Gehen wir doch mal zu der komischen Stadt. Okay. Noch mehr Kerzen. Und eine Glocke. Guck sie dir an. Wie soll man die denn bloß läuten? Das Glockenseil fehlt. Okay, Checkliste. Wir brauchen ein Glockenseil. Und das ist wahrscheinlich das Seil, was vorne an der Hängebrücke ist. Und wir gehen durch diese Tür. Verschlossen. Okay, wir gehen nicht durch diese Tür. Dann gehen wir da entlang und können was tun? Sie sind aus. So lässt sich da gar nichts dran ablesen. Außer vielleicht, dass jede weitere Untersuchung Zeitverschwendung wäre. Okay. Mehr ist hier auch... Obwohl, was ist das denn? Oh, ein Feuerstein. Und ein Rad. Dreh es. Nichts. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl erst laufen. Okay. Was haben wir denn jetzt gefunden? Die Schaufel ist kaputt. Sie hat den Flug nicht überlebt. Der Stiel ist abgebrochen. Das hätte genauso gut meine Wirbelsäule sein können. Ach so. Oh, das ist wohl die Schaufel aus seiner Tasche. Das ist schade. Wobei, und ich muss dazu auch gerade mal erwähnen, unsere Sachen sind alle weg. Wenigstens haben wir jetzt die Schaufel wieder gefunden. Oh, wow. Und ein Feuerstein? Sieh an, dieser Feuerstein hier hat eine besonders scharfe Kante. Der könnte vielleicht noch nützlich werden. Okay. Wir holen uns damit jetzt das Seil. Vielleicht geht das ja, weil er eine besonders scharfe Kante hat. Wo geht's denn hier jetzt? Ah. Gut. So, schneid das mal ab. Die Brücke dürfte das eigentlich... Das könnte funktionieren. Der Stein ist scharf genug. Wenn ich Pech habe, stürzt zwar die ganze Brücke ein, aber was habe ich schon zu verlieren? Doch nur ein Leben in Schmach und Schande. Was ich sagen wollte, das ist klar, dass die Brücke nicht zusammenstürzt, weil das ja hier sozusagen über war und runterhing. Jetzt haben wir ein Säule. Können wir jetzt die Glocke läuten? Die Idee ist gut. Aber wie bekomme ich das Seil nur da oben fest? Okay, wir können noch nicht die Glocke läuten. Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter hoch und erkunden weiter die Stadt. Was gibt's hier oben? Hier ist noch ein Haus und da ist noch ein Haus. Dann gehen wir hier hinein. Lauf. Hallo. Was? Wer? Ein Clown? Was willst du denn hier? Mein Name ist Sedgwick. Ich muss verhindern, dass die Welt untergeht. Ja, sehr lustig. Aber gib dir keine Mühe, kleiner Clown. Du kannst mich auch nicht mehr aufhalten. Wer bist du? Wer bist du? Mein Name ist... mein Name ist Bando. Wie? Bando. Hä? Bando. Bando. Waldo? Bando! Mein Name ist Bando! Zum Kehricht noch eins, ich bin Bando! Bando, wie oft habe ich dir gesagt, dass du Ruhe geben sollst? Jetzt schau nur, was du angerichtet hast. Wir haben den Boss geweckt. Er wird mich bestimmt wieder Strafrunden laufen lassen. Das tut mir aber leid. Der sieht echt nicht... Oh, das hier ist eine gute Frage, warum er so betrübt ist. Weil er sieht echt nicht glücklich aus.
Warum denn so betrübt? Macht dir auch das Ende der Welt zu schaffen? Der Gedanke, dass bald alles vorbei sein könnte? Ach nein. Darüber sollen sich mal lieber andere den Kopf zerbrechen. Soll das Ende ruhig kommen. Hier ist ohnehin schon alles erledigt. Tja, ja. Es gibt nichts mehr zu tun. Oh. Ich suche Kalida. Wen suchst du? Kalida? Du bist schon ein Clown. Wieso? Was ist daran so seltsam? Nein, warte, lass mich raten. Kalida ist tot? Oder es gibt sie gar nicht? Nein, Kalida existiert. Aber du solltest sie besser in Ruhe lassen. Warum? Wo finde ich Kalida denn jetzt? Ich sagte es doch schon. Du solltest Kalida lieber nicht stören. Am besten verhältst du dich ganz leise, um sie nicht zu wecken. Ich soll sie nicht, was? Wecken? Also ist sie ein Morgenmuffel. Na und? Was kann da schon groß passieren? Sie wirft mit Kissen und schimpft über den Kaffee? Ja. Oder sie bäumt sich zu ihrer vollen Größe auf und verwüstet das Dorf. Glaub mir einfach. Du willst Kalida nicht aufwecken. Ich bin mir da langsam auch nicht mehr so sicher. Okay. Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Mach, was du denkst. Aber ich werde dir bestimmt nicht helfen. Ich will keinen Ärger. Und ich will auch nicht schuld sein, wenn großes Unglück über uns hereinbricht. Moment mal. Das will ich auch nicht. Dann lass Kalida schlafen. Auch nur? Wie meinst du das? Es gibt nichts zu tun. Es ist hier sehr still geworden, seit der Boss die Fabrik geschlossen hat. Die Fabrik? Früher wurden hier Perlen gepresst, aber die Produktion wurde eingestellt. Aha. Warum? Nun, der Boss hat sein Ziel erreicht. 10.000 Perlen. Und jetzt hat er Angst, dass er alles wieder verliert. Am meisten fürchtet er sich davor, dass jemand Kalida weckt. Er ist richtig paranoid. Keinen Mucks darf ich mehr von mir geben. Früher war das anders. Da habe ich die tollsten Arbeiten erledigen dürfen. Ich habe das Nebelhorn im Schreihaus geblasen. Und immer, wenn es Mittag wurde, durfte ich die Glocke läuten. Es schallte über die ganze Insel. Das Tollste war aber die Arbeit in der Fabrik. Heiße Luft, dichter Qualm und über allem der Lärm wuchtiger Maschinen. Rums! Kavums! Mando, was ist denn da unten los? Sei gefälligst leise oder willst du, dass Kalida aufwacht? Je, siehst du, was ich meine? Die guten alten Tage sind vorbei. Ach ja. Na, das tut mir aber leid. Gibt es noch einen anderen Weg von dieser Insel runter? Ich fürchte nein. Aber bleib doch ruhig. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Außer natürlich Gesellschaft. Also das stimmt. Viele Leute wohnen nicht gerade auf der Insel. Und Lebensfreude? Ja, die hält sich auch in Grenzen. Die Freiheit, überall hinzugehen. Ja, okay. Wir haben vielleicht nicht alles, was wir brauchen. Aber dafür haben wir den ganzen Rest. Okay, und mir ist gerade aufgefallen, es sieht so aus, als ob er hier eine... Als ob diese Flamme sozusagen zu seinem Kopf dazugehört. Das sieht etwas ulkig aus. Wer hat dir das sagen? Das ist Ruben. Ihm gehört die Insel. Du findest ihn im Haus auf der Bergkuppe. Auf der Bergkuppe? Ja, ganz oben. Ah. Hey, hey, kleiner Mann. Ich dachte, du willst die Welt retten. Da musst du schon mal deinen Hintern hochbekommen. Ja, ja, schon gut. Ohne Fleiß kein Preis, nicht wahr? So ist es. Am Ende wird es sich bezahlt machen. Bezahlt machen? So sieht es aber nicht gerade aus. Ganz im Gegenteil. Jeder Schritt bringt mich einfach nur näher und näher ans Ende. Und bei jedem einzelnen Schritt immer wieder die Angst, dass mein Traum wahr wird. Dass der Boden nachgibt und die Welt unter meinen Füßen zusammenfällt. Auf der Spitze des Berges, sagtest du? Ja, ganz oben. Prima, danke.
Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich Bando! Er tut mir ein bisschen leid. Scheinbar ist er ja gerne laut. Und was? Moment, was ist das? Kann man das mitnehmen? Oh, hey. Türe zu. Und jetzt erkunden wir den Raum. Da haben wir eine Leiter. Können wir die mitnehmen? Darf ich mir die Leiter ausborgen? Natürlich. Ich benutze sie sowieso nicht. Groß genug? Höhenangst. Ah. Warte, da war noch was. Ein Mäuseloch. Guck es dir an. Das Loch ist dunkel und leer. Wie meine Zukunft. Kann man da reingreifen? Okay, kann man nicht. Aber da sitzt scheinbar eine Maus drin. Dann haben wir noch einen Schlüssel. Ich glaube zwar nicht, dass wir den kriegen, aber ein Versuch ist es wert. Halt, Freundchen! Der Schlüssel bleibt schön hier. Ruben hat mir aufgetragen, ihn gut zu verwahren. Und auf Bando ist Verlass. Okay. Dann geht es hier noch weiter. Und da ist ein Mechanismus. Hier fehlt ein Zahnrad. Kein Wunder, dass die Tür nicht funktioniert. Das ist schade. Und Spot, komm mal da weg. Da liegt nämlich das kaputte Zahnrad. Aber nur ein halbes. So. Wenn wir den Schalter benutzen, dann... Was ist das denn? Oh, eine Axt. Sehr schön. Und ein Schraubstock. Und ein Schrank. Was da wohl drin ist? Eine Trickfalle? Ein Tiger? Das Tor zur Hölle? Es könnte alles sein. Dann machen wir ihn jetzt auf. Ah! Oh! Was war das? Ein Vogel? Was hatte der denn hier drin verloren? Wie süß. Oh. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er scheint weg zu sein. Gut, dann gucken wir erstmal, was wir alles gefunden haben. Wir haben einen Haken. Das ist der Albtraum eines jeden Kieferchirurgen. Okay. Moment. Können wir den nicht mit dem... Ich habe einen Haken und ich habe ein Seil. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Oder ein Haken an einem Seil. Dann haben wir hier... Ups, haben wir noch eine... Ich hoffe, die ist zum Holzhaken gedacht. Und eine Leiter. Sie scheint einigermaßen sicher zu stehen. Und das kaputte Zahnrad, ja. Aber da wir jetzt einen Haken an dem Seil haben, vielleicht können wir jetzt die Glocke läuten. So. Das wird uns einen Schritt weiter zu Kalidas, Oh je, ob das wohl klappt? Ich bin doch so schlecht im Zielen. Naja, was habe ich schon zu verlieren? Kalidas Wegdienst. Huh, das. Boah, ich. Spot, hast du das gesehen? Ich, das, das. Oh, dann. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Das heißt, er hat jetzt den Raum da verlassen und wir können den Schlüssel nehmen. Wir können den Schlüssel nehmen. Oh, das ist super. Nicht nur, dass wir Kalina damit wecken. Wir können den Schlüssel holen. Den Schlüssel holen. Und... Oh. Das nehmen wir dann gleich auch mal mit. Was haben wir denn da jetzt? Ich werde ganz hibbelig, wenn ich an die vielen tollen Sachen denke, die ich mit dieser überaus nützlichen Socke anstellen könnte. Anstellen übrigens. Lecker Käse. Oh, okay. Käse? Können wir das...
Das würde nichts bringen. Die Maus scheint im Moment nicht da zu sein. Dann, dann klopfen wir nochmal. Yum, yum. Was haben wir denn da? Lecker Käse. Käse. Oh, ups. Wir haben jetzt eine Maus und die Socke ist weg. Egal. Und ein Schlüssel. Und mit dem Schlüssel kommen wir bestimmt in, da unten. Von wegen aufschließen und so. Ja. Er passt. Und da habe ich doch gleich schon gesehen, da liegt etwas. Was ist das? Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja. Dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Oh ja, unbedingt. Nehmen wir mit. Boah, es geht sogar. Und hier ist das Nebelhorn. Und das Nebelhorn benutzen wir. Das Horn scheint verstopft zu sein. Wir haben nicht genug Puste. Aber wir haben doch einen aufgeplusterten Spot. Hat der genug Puste? Klingt gut. Oh! Ist das? Nee. Bando! Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Super, das Horn ist wieder frei. Das sah aus wie Opas Muse. Ist das da etwa Opas Hose? Wer hätte gedacht, dass ich die noch mal wiedersehe? Dann nimm sie dir. Wie denn? Ich komme nicht ran. So lang sind meine Arme nun doch wieder nicht. Dann die Leiter. Unmöglich. Wo sollte ich die Leiter denn bitte hinstellen? Das ist alles zu kurz. Außer... Wenn das klappt. Aber theoretisch könnte ich die am Schwanz packen und runterhalten und die kann die dann greifen. Obwohl das eh nicht aussieht wie eine Maus, sondern eher wie eine Ratte, aber... Das ist so verrückt. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt ausprobiere. Möchte ich wirklich in einer Welt leben, in der so eine Aktion von Erfolg gekrönt ist? So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal eben kurz nochmal zum Steg. Weil wir eine Axt haben. Vielleicht können wir jetzt den Mast abschneiden. Und dann haben wir einen Stiel für unsere Schaufel. Na dann mal los. Es ist auch... Super. Der Mast ist kaputt und ich habe Muskelkater. Was fällt mir wohl als nächstes ein? Ich finde es auch sehr gut, dass wir jedes Mal immer auf Spot warten müssen, wenn ihr irgendwo hinterher rollt. Passt perfekt. Ich sollte diesen Augenblick des Triumphes auskosten. Mist. Und schon ist er vorbei. Das tut mir sehr leid. Dann würde ich sagen... Gehen wir jetzt hoch zum letzten Haus, zu, wie heißt er? Ruben. Bando müsste ja jetzt eigentlich schon wieder weg sein. Hm? Was? Wo? Wer wagt es, mich in meinem wohlverdienten Schlaf zu stören? Ich? Hallo. Was druckst du da rum? Komm her, wer bist du? Was hast du hier zu suchen? Ich bin... Ich hab dich nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt. Fass dich bitte kurz, okay? Ich will schlafen. Ich glaube, wir müssen ihn jetzt einfach sehr... Ich finde ihn unsympathisch. Und deswegen halte ich ihn jetzt möglichst lange vom Schlafen ab.
So, fangen wir doch mal mit dem Üblichen an. Ich bin Sedgwick. Und du? Ha! Wenn du etwas verkaufen willst, dann hast du dich schlecht vorbereitet. Ich bin natürlich Ruben. Mir gehört diese Insel. Ich will aber doch gar nichts verkaufen. Das trifft sich ja hervorragend. Wir brauchen nämlich auch nichts. Du kannst also genauso gut wieder dorthin verschwinden, wo du hergekommen bist. Nö. Wo finde ich Kalida? Warum willst du das wissen? Hör mal, Kalida gehört mir. Lass deine Finger von ihr. Kapiert? Verstehe ich das richtig? Du hältst Kalida gefangen? Wo? Da oben? Was da oben ist, hat dich nichts anzugehen. Und überhaupt, was willst du eigentlich von Kalida? Sie soll mir helfen, nach Corona zu kommen. Bitte, was soll sie? Das vergisst du besser gleich wieder. Kalida soll nicht geweckt werden. Und wehe dir, ich finde heraus, dass du es trotzdem versuchst. Dann lasse ich dich umgehend von Bando an die Yakis verfüttern. Okay, was sind die Yakis? Ich muss Kalida finden. Die Welt geht sonst unter. Ich sagte, vergiss es. Wenn du nach Corona willst, dann wirst du wohl schwimmen müssen. Ich werde auf jeden Fall zu verhindern wissen, dass du Kalidas Ruhe störst. Du siehst müde aus. Schlafen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Ein Privileg für Leute, die alles erreicht haben. Leider muss ich hier am Tisch schlafen, weil mein Bett so seltsam quietscht. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt? Was mich in diesem Augenblick von meiner wohlverdienten Ruhe abhält, ist nicht das quietschende Bett. Es sind auch nicht die Yakis, die Maschinen in der Fabrik oder mein polteriger Untergebener. Nein. Es ist ein nerviges Kind im Clownskostüm, das ungefragt in meinem Büro platzt und ununterbrochen redet und redet. Meine Güte! Bei dem ganzen Gesülze platzt einem ja der Kopf! Eigentlich ist er derjenige, der mehr sagt. Wie kannst du nur so untätig sein? Die Welt ist in Gefahr. Oh Gott! Nicht schon wieder so ein Weltverbesserer. Warum steht die Welt denn wohl am Abgrund? Doch nur, weil ständig irgendwer irgendetwas verändern will. Wenn alles bleibt, wie es ist, dann passiert auch nichts. Und wenn nichts passiert, dann passiert auch nichts Schlimmes. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Passt auf einen einzigen Bogen Papier. Aber da er der Einzige ist, der nichts tut, und die anderen doch etwas tun, insbesondere Sedgwick, weil Sedgwick bewegt sich ja durch die Welt, hat er doch gar keinen Einfluss darauf, dass die anderen nichts tun, und dadurch passiert ja trotzdem etwas und dadurch kann auch etwas Schlimmes passieren, beziehungsweise dadurch dreht sich die Welt ja weiter. Von daher ist seine Logik gerade etwas sehr fragwürdig. Ich muss nach Corona. Wie komme ich von dieser Insel fort? Gar nicht. Wir haben keine Verbindung mehr zum Festland. Wir sind vollkommen autark. Dann stecke ich hier fest? Tja, ich hoffe, du kannst noch irgendetwas anderes außer dumm aussehen. Für einen Clown haben wir hier nämlich keine Verwendung. Und gelacht habe ich bislang auch noch nicht sonderlich. Naja, wir finden schon eine Möglichkeit, wie du dich nützlich machen kannst. Morgen! Ich kann hier nicht bleiben. Ich habe ein Unglück zu verhindern. Wenn du wirklich ein Unglück verhindern willst, dann hältst du jetzt den Rand und lässt mich endlich schlafen. Kapiert? Nö. Was sind das für Gebäude da draußen? Eine Art Fabrik? Darauf kannst du deine Bommeln verwetten. Die Perlenfabrik steht hier seit vielen, vielen Jahren. Unter meiner Leitung wurden hier abertausende Perlen gepresst, um genau zu sein. Es sind auf die Perle genau 10.000 Stück, keine mehr. Und was viel wichtiger ist, keine einzige weniger, eine perfekter als die andere. Wenn du so vernarrt bist in deine Perlen, warum steht die Fabrik dann still? Hast du nicht zugehört? Ich brauche keine weiteren Perlen. Ich habe alle 10.000. Also ich würde ja weitermachen, weil man kann nie genug Perlen haben. Kann ich mich mal oben umsehen? Was willst du? Bist du noch bei Trost? Halt deine Nase aus meinen Privaträumen raus, du Clown! Ich bin ein umgänglicher Mann. Aber wenn du dich über mein Eigentum hermachst, dann lass ich dich von der höchsten Klippe schmeißen. Und das ist mein voller Ernst. Oh, Angst. Am Ufer bin ich einem Mönch begegnet. Mulachai? Ach, ignoriere diesen Spinner einfach. Ich glaube, er hält sich für erleuchtet oder so. Ein Dreck ist der. Schleicht überall rum und zündet Kerzen an. Als müsste er der ganzen Welt zeigen, was er für einen Schatten hat. Egal. Ich lass ihn auf dem hinteren Teil der Insel wohnen. Soll er doch. Da stört er niemanden. Und wenigstens hält er die Yakis fern.
Okay, ja, was sind Yakis? Was sind Yakis? Nervige Viecher. Diese fliegenden Nager haben mich schon ein ums andere Mal den Schlaf gekostet. Du würdest dich bestimmt gut mit ihnen verstehen. Ja, die sehen immerhin auch nicht alberner aus als du. Gott sei Dank trauen sie sich nur selten auf diesen Teil der Insel. Sie scheuen das Licht, was man von dir leider nicht behaupten kann. Hinterer Teil der Insel? Ja. Wir gehen da nicht mehr hin. Und die Tür ist außer Betrieb, seitdem die Fabrik stillsteht. Du kannst ja gerne einen Weg dahin suchen. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser scheint mir die Idee. Du würdest sehr gut auf die andere Seite der Insel passen. Zu Mulachai, zu den Yakis und allen anderen Dingen, die wir auf dieser Seite der Insel nicht mehr haben wollen. Wie gemein. Ein niedliches Haustier hast du da. Wie heißt es? Nicht zufällig Kalida? Nein, er heißt Kerek. Ein schöner Name. Kerek und Spot würden sich bestimmt gut verstehen. Kann er irgendwelche Kunststücke? Spot kann sich in die unterschiedlichsten Formen verwandeln. Kerek kann Geschöpfe in den unterschiedlichsten Formen totbeißen. Oh, dann lassen wir sie vielleicht nicht zusammenspielen. Kerek ist auch nicht zum Spielen da. Er passt auf, dass sich hier kein Gesindel rumtreibt, solange ich schlafe. Nicht auszudenken, wenn sich irgendwer an meinen Perlen zu schaffen machte. Also sind seine Perlen da oben. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. So, und dann würde ich mal sagen, machen wir eine kleine Pause und gucken, wie wir in der nächsten Folge da oben reinkommen. Weil ich habe gerade dieses unbändige Bedürfnis, ihm eine Perle zu klauen, damit er keine 10.000 mehr hat. Weil es ihm ja so wichtig ist, 10.000 Perlen zu haben. Vielleicht, abgesehen davon, dass er das wahrscheinlich eh nicht merken wird, macht er dann die Fabrik wieder auf und dann können wir auf den hinteren Teil der Insel zu den Yakis. Weil scheinbar sind ja die Yakis in der Lage, Kalida zu wecken. Und ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir schon einen Yaki gefunden haben. Diesen kleinen, süßen, orangenen Vogel. Und ich will mehr Yakis sehen. Also, bis zum nächsten Mal.